Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Das ist dieses Buch. Und im Teil 2 Grundlagen bin ich angekommen bei 5 Genetik, 5.1 Einleitung. Das kann es genau sein. 5.1 Einleitung, 5 Genetik. Die Frage nach Anlage und Umwelt als Ursache menschlicher Entwicklung wurde immer schon kontrovers diskutiert. Je unerwünschter das Verhalten, desto heftiger die Debatte. Handelt es sich um eine Störung, die gesellschaftlich als antisozial oder Psychopathie sanktioniert ist, wird die Kontroverse besonders hitzig geführt. Es ist bekannt, dass Antisozialität oder Kriminalität von Großeltern über Eltern an Kinder weitergegeben wird. Mit Quelle. Aber ist diese familiäre Weitergabe auf Lernen, Kultur, sozioökonomische Faktoren oder gewöhnliche Gene zurückzuführen? Da biologisch verwandte Familienmitglieder Umweltbedingungen und Gene teilen und sich die Effekte dieser beiden Einflusssets in einer Familienstudie unmöglich voneinander trennen lassen, bedarf es unter anderer Untersuchungsdesigns. Darunter sind Zwillingsstudien, Adoptionsstudien und im besten Falle eine Kombination aus beiden sowie Studien zu getrennt aufwachsenden Zwillingen von zentraler Bedeutung. Es geht weiter mit 5.2 Zwillings- und Adoptionsstudien.